Hallo und willkommen zurück zu King Arthur Knight's Tale Rising Eclipse. Wir sind hier bei den Töchtern des Winters. Wir haben schon den Heuler hier oben platt gemacht. Wir haben auch schon die Entführten gerettet. Aber uns fehlt noch Lord Frostherz. Da hatten wir in der letzten Folge in ja diese Kirche oder was das ist, von der Seite betreten. Und da ist halt alles voll mit den Spalten und natürlich sehr viele Gegner. Und ja, das wird etwas problematisch werden. Und ich werde jetzt hier auch direkt den Trank trinken. Ja, ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwo so ein Typ rumgammelt und sagt, jo, halt mich. Das ist ja eher die Ausnahme. Ja, ich hatte das auch schon vorher mal versucht. Und das ist halt ein sehr hartes Trial and Error. Also wo man wirklich sehr viel ausprobieren muss. Und das werden wir jetzt weiter ausprobieren. Mortal prey. How dare you? I'll give you a painful death. Wir haben hier eben da ein so ein Ding, da eins, da. Wir haben hier übrigens nur vier. Wir müssen noch fünf finden. Eins muss noch irgendwo im Level sein. Aber wir müssten... Wir können eigentlich nicht abschätzen, wer davon denn jetzt da drauf laufen wollen würde. Ja. Also das ist so gut wie unmöglich. Also ich weiß, dass der da drauf laufen kann. Und die machen auch so ein Gate. Und es kann sein, dass sie das Gate da vorstellen. Und dann kommt sofort einer auf dieses Ding raufgelaufen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die muss man ja nicht alle retten sozusagen. Aber ich glaube, das ist dann... Also ich glaube, das werden wir schon irgendwo müssen. Ich werde jetzt mal mit allen die Tränke trinken. Insbesondere mit Merlin, der hat natürlich da besonders viel von. Und der hat leider keinen mehr. So. Und dann müssen wir mal gucken. Den können wir halt... Das ist einer, der explodiert halt, wenn er stirbt. Wir könnten versuchen... Also wir können den um... Oder wir könnten die quasi umrumpeln. Den kriegen wir... Den könnten wir natürlich auch so erledigen. Oder versuchen so zu erledigen. Und nicht den... Und den erstmal anderweitig festsetzen. Wir nehmen mal den jetzt und laufen dahin. So, wenn der jetzt den Rumpel macht, würde der den auf jeden Fall platt machen. Und kriegt dann einen extra Schlag, der da drauf geht. Wenn wir versuchen wollen, die... Das funktioniert nicht. Die Stärke zu maximieren, könnten wir mit dem Schützen den jetzt hier einmal angreifen. Eventuell reicht das. Müssen wir mal gucken. Naja, es hat leider nicht gereicht. Dann braucht er nochmal einen Angriff. Jetzt hat der Schütze natürlich schon zweimal geschossen. So. Jetzt könnten wir... Ja, hätte ich das da drauf gemacht, wäre er der platt gewesen. Wir könnten jetzt das so machen und den töten. What is your command? Wenn wir den denn so da drauf hauen. Dann machen wir das jetzt mal. For King and Country. Rumpelpumpel. Der ist dann auch explodiert. Wir könnten jetzt da rüberlaufen und den noch einmal schlagen, aber das wird da... nicht so wahnsinnig viel nutzen. Wir könnten uns da vorstellen. Müssen wir mal schauen. Wir werden den auch nicht so leicht erschießen können. Der hat da noch zu viel. Wir könnten versuchen, den auszuschalten, aber ja, wir haben... Der kann natürlich mit den Punkten... Also der kann eher weiterlaufen als... die anderen. Also er könnte jetzt dahin laufen.
und die im Endeffekt sehr frontal angreifen. Der müsste aber auch noch diesen Schild wahrscheinlich am Ende aktivieren können. Idealerweise würden wir den... Das sind drei Stück, vier Stück, die diese Portale auch öffnen können. Und da ist das Spiel abgeschmiert. Ja, das war der erste Versuch. Kleinen Moment. Ja, ich hoffe doch mal, dass das jetzt nicht zum Normalfall wird. So. Auf ein neues. Dann. Wir könnten halt versuchen, den einfach erstmal außen vor zu lassen. Und stattdessen den umzulegen. Und wir sollten aber nach wie vor hier die Tränke trinken. Naja, zumindest den mit dem Waffenschaden. Wir gucken mal. Dann laufen wir darüber. Dann sind die beiden tot. Den da vorne, den kriegen wir noch nicht. Ja, machen wir so. Der ist aber natürlich auch so gut wie im Eimer. Wir könnten, wenn wir einen Schritt weiter gehen, immer noch die angreifen, ohne diesen Trank zu verwenden. Oder wir verwenden den Trank. Ich glaube, dann können wir den sogar auch noch umhacken. Machen wir mal. Ah, dann nehmen wir den auch noch mit. So. Er kriegt schon ordentlich Schaden dadurch, ne? Wir könnten auch noch weiterlaufen und den damit angreifen und dann versuchen, wieder wegzukommen. Aber dann, na, dann kriegen wir natürlich auch nur den einen weg. Einen Extraschlag bekommen wir da nicht mehr raus. Dann würde ich sagen, machen wir den mal. Der ist aber natürlich jetzt noch fit. Ach, und der kann sich auch unverwundbar machen. Das ist natürlich blöd. Der ist ja doof. Sword or sorcery? Eventuell. Your orders? What do you want from me? Your command? Fire and steel. Den können wir sogar eineisen und der ist erstmal ausgeschaltet. Das wäre hier sogar eine sehr schöne Option. Okay. Das ist gut, das dauert eine ganze, hält eine ganze Runde. Okay, dann müssen wir gucken, was wir mit dem Merlin erledigen können. Wir könnten da hinten was hinbauen. Idealerweise würden wir den wegbekommen da. Und den muss aber auch drauf gehen. Wie kriegen wir denn den kaputt? Ich weiß nicht, ob man da hinlaufen kann, aber ich riskiere es mal. Ja. Dann haben wir hier einen wunderschönen Hinterhalt. Sehr gut. Jetzt habe ich den noch, den hätte ich vorher setzen müssen. Da kommen wir jetzt natürlich nicht mehr gescheit hin. Wir könnten den jetzt noch angreifen. Der macht zwar da auch ordentlich Aua, aber dann auch nicht so viel Aua, dass das funktionieren würde. Okay. Der muss auf jeden Fall da hinten Krams hinsetzen. Wie weit kann der denn... Der müsste auf jeden Fall ein Feld weitergehen.
Dann halten wir das auch so. Gehen wir nicht noch weiter. Also wir könnten... okay, das hätten wir dann da draufsetzen können. Dann wären die ein bisschen weiter davon weg gewesen. Der trinkt auf jeden Fall mal den Kram. Naja, damit könnten wir den einen zwar killen, aber den natürlich auch nicht. Und der würde auch nicht umfallen dadurch. Der ist aber auch eigentlich gar nicht so wichtig. Der da hinten, der ist wichtiger. Wobei der noch wichtiger ist. Ach, da komme ich jetzt auch nicht dran. Ja, den hätte ich weiter nach vorne setzen müssen. Na gut. Wir probieren das jetzt erstmal so aus. Moment, ich kann aber ja den da drauf setzen. Dann probieren wir das mal so. Mhm. Dann machen wir hier noch einen dazu. Dann den noch da drauf. Dann noch einer dazu. Dann können wir... Ja, theoretisch hätte man den jetzt abrauchen lassen können. Dann machen wir den noch hier drauf. Und dann sind aber seine Punkte alle. Der ist tot. So. Die kann nicht wirklich viel tun. At your service, my lord. Der könnte rübergehen. Das machen wir auch. So, blockiert das. Der kann im Grunde nur draufballern. I could be of some help, I suppose. Die hätte theoretisch, wenn wir das mit der Fähigkeit von ihm kombinieren würden, könnten wir damit nochmal... Also wenn wir das machen, dann könnten wir den Cooldown auf 1 reduzieren, wenn wir den machen. Das bringt aber jetzt nichts mehr, glaube ich. What is your command? Naja, wir hauen den mal da drauf. Mehr machen wir da jetzt an der Stelle nicht. Den... Ja, können wir einmal hiermit angreifen und dann nochmal so. Da brauchen wir dann auch kein Schild anzumachen. Jetzt müssten wir hoffen, dass die hier als Ablenkung reichen, dass da niemand draufläuft. Ja, und schauen wir mal. Der ist weg. Jawohl. Und versagt. Und laden. Ja, das ist ein Scheißkampf. Also allgemein, dass man da halt nicht kalkulieren kann, wer da wohin läuft. Greifen die jetzt an? Greifen die nicht an? Und da ist das Spiel wieder abgeschmiert. Das gibt's doch gar nicht. Okay, kleinen Moment. Interessant ist an der Stelle, dass das Spiel hier beim Laden abschmiert. Das war ja vorher auch nicht der Fall. Oder sehr kurz nach dem Laden. Naja. Ist mir lieber, als wenn das kurz vorm Ende des Kampfes abschmiert. Aber gut ist das natürlich beides nicht. So. What's it gonna be? Which one shall I take? Also wir versuchen nochmal, den direkt zu erledigen. At your service, my lord. Gehen wir hier rüber. Mhm.
Dann bringen wir den auch noch um. Wir könnten theoretisch auch... Kriegen wir den aber auch nicht platt. Naja, es macht wenig Sinn. Wir müssten das schon da unten drauf machen. Naja, wir könnten halt noch einen Schritt weiter gehen und den stunnen. Aber dann würden wir den nicht treffen. Also machen wir das sogar so. Den an. Okay. Jetzt könnte der vielleicht sogar schon zu einer Gefahr werden. Okay. Dann... Der... Wie weit kann der den setzen? Ah, das ist wirklich minimal. Aber das machen wir hier mal. Dann setzen wir den halt dahin. Und... Springen dahin. Vielleicht, weil das dieses Mal nicht die erste Aktion war, dass der das ein bisschen, dass er nicht ganz so viel bekommen hatte. Naja, wir laufen jetzt hier mal wieder rüber. Wir haben das jetzt einmal benutzt. Wenn wir... Wir haben jetzt mit dem sowieso alle. Wir können das nicht nochmal zurücksetzen. Wir müssen mit dem wahrscheinlich ziemlich aggressiv nach vorne, um das irgendwie hinzubekommen. Wir werden jetzt mal dahin. Moment. Ich glaube, die kann dann... Doch, doch, der geht. Wunderbar. So, also da könnten wir jetzt die angreifen und damit wegschieben. Wir müssten aber eigentlich den Wurm halt holen. Aber den Wurm... Wir könnten auch zuerst die anzünden. Wir könnten den Wurm... Setz mal den ersten dahin. So. Zünden wir die an? Oder machen wir das so? Machen wir den erstmal... Ich glaube, das hier bringt auch noch mal extra. Machen wir, zünden wir den an. Okay. Dann hauen wir hier noch mal einen Wurm hin. Dann knallen wir den da drauf. Und das reicht für den noch nicht. Dann setzen wir den dahin. Dann lassen wir den auffuttern. So, damit haben wir aber alles verbraucht, was geht. Wir hätten theoretisch hier noch den einen Trank. Aber jetzt müssen wir schlussendlich auch wieder warten, was passiert und ob da einer draufläuft. Ja. Und wenn da jetzt jemand draufläuft, dann müssen wir das nochmal versuchen und minimal irgendwas ändern. Da ist ein Kristalltor. Eisschild, ja. Okay, der läuft nicht dahin.
noch ein Kristalltor. Okay. Do you need any wise words? Da müssten wir möglicherweise den Cooldown wegsetzen, damit der sich wegteleportieren kann. So, diese Tore, die müssten wir eigentlich kaputt machen. Der ist jetzt eingefroren, das ist schlecht. Der kann zwar den jetzt kaputt machen, aber wenn dann jetzt die Gegner rauskommen, dann müssten wir die natürlich auch irgendwie noch wieder abfangen. At your service, my lord. Ich glaube, wir könnten uns dahinter befördern. Und den hinter. Ich weiß nicht, ob das ein Hinterhalt ist. Nee, es ist kein Hinterhalt, es ist von der Seite. Das bringt also erstmal gar nichts. Your command? Ja, das sieht nicht gut aus. Also es kann zwar funktionieren, aber es ist halt jetzt dann sehr glücksabhängig. Das wird nichts. Also der könnte da zweimal schlagen, dann wird er Matsch. Bringt uns das was? Ich fürchte, dass das die... Ja, wir könnten das auch so machen, das ist ein bisschen effizienter, aber dann haben wir halt die Cooldowns nicht zurückgesetzt. What's it gonna be? Der hat auch noch den ganzen Kram. Cooldowns. Viel zu viele Cooldowns. Die können wir alle nicht übernehmen. Wir könnten nur einfrieren. Wir könnten dem beispielsweise, oder wir könnten das auch anschießen. Wir könnten den auch anschießen und damit wegpushen. Würde uns das was bringen? Weiß ich nicht. Naja, der muss auf jeden Fall weg. Wenn der sich unbesiegbar macht, ist es ein Problem. Schießen wir den auch noch an. Wir haben dann noch immer genug für ein Fort. Your command. So, idealerweise wird der als lebender Schutzschild dienen, der Angriffe von den Gegnern abfängt. Wir bringen den mal darüber. Der muss natürlich gleich irgendwie weg, aber wir müssen vor allem den Merlin da rausholen. Sword or sorcery. Ach, wir können nochmal da holen. Und der kann sich jetzt ja irgendwo anders hin befördern. Weiß nicht, was da die beste Location wäre. Ich weiß nicht, ob die da so weit schießen können. Reichweite 10. Ja. Das ist schon ziemlich weit. Ich glaube, das geht sogar bis dahin, aber wir machen das mal so. So many offerings. So, wir hätten jetzt noch davon Reste, der kann aber eigentlich nichts machen. Die könnte noch was tun, kann aber jetzt hier... Also theoretisch könnten wir den Cooldown zurücksetzen, aber wir können in der Runde eigentlich niemanden mehr erledigen. Den können wir noch... Ja, aber das kriegen wir auch anders hin. Mach mal so. Ja, da müssten wir... Jetzt einmal hier mit einem... So. Bleibt noch eins übrig. Das ist aber in Ordnung. Der ist dann sogar schon tot. Dann machen wir das nicht. Wobei doch. Der hat Abschlachtung und bekommt dann wieder Punkte dazu.
So. Dann könnten wir die jetzt noch alle shoppen. Aber da kommen jetzt extra Leute raus. Das Gute wäre jetzt zumindest, dass die Extra-Typen mal auf der Seite sind. Aber das hier ist ein Problem. Das müssten wir weiterhin irgendwie abgedeckt bekommen. Soll der jetzt nach vorne laufen, damit der früher ja, an den anderen Kram drankommt? Und ich denke, ja. Wir könnten den sogar hier reinstellen. Das könnte für den sehr schmerzhaft werden. Ich meine, die Punkte, die er spart, die bekommt er beim nächsten Mal ja auch noch als Schaden dazu. Ich werde den jetzt hier mal stehen lassen. Ja. Also da haben sie jetzt wieder Potenzial raufzulaufen. Okay, das macht er aber nicht. Okay. Die können zwar nach hinten runter, weg, aber das, der macht das nicht. Okay, also da könnten wir... wenn wir eins noch weiter laufen... Moment, wir wollen ja idealerweise das Tor... Also wir könnten so das Tor natürlich zerstören. Wir könnten aber auch... Das geht nicht. Ich weiß nicht, ob das hier das Sinnvollste ist, was da geht. Der kann sich wegporten. Das Kristalltor... Also wir müssten da auf jeden Fall wieder nachlegen. Wir könnten damit Schaden an dem Tor machen. Das hier macht keinen Schaden an dem Tor. Der hat... zwei Schilde sind da noch drumrum. Und der hat verhältnismäßig wenig über. Eventuell kann man den sogar backstabben. Aber wie kriegen wir das Tor kaputt? Naja, und die ist geschockt. Aber die könnte... die könnte den hier beispielsweise... Na, das macht sie jetzt nicht so viel. Der ist natürlich dann auch noch geschwächt. Ja, wäre eine Option. Ich weiß nicht, ob der Kill von dem Tor als richtiger Kill gezählt wird. Vielleicht sollte ich den auch einfach so überfahren. Der tut ja an sich nichts. Moment. Wenn wir da hingehen, dann könnten wir da hinschlagen. Und dann würden wir den nach hinten hin umbringen. So. Dann hauen wir da drauf. Und töten den damit. Moment. Dann probieren wir das mal hier. Hoffentlich funktioniert das. Der müsste noch ein bisschen mehr drauf, aber fangen wir mal so an. So, und jetzt könnten wir den damit noch zertrümmern. Wir könnten aber auch die beiden zertrümmern. Das wäre ja auch sehr schön. Okay, haben wir noch was anderes, um den platt zu machen? For King and Country.
Ja, der... Weiß ich nicht, wie viel Schaden der da dran machen würde. Am Tor würde der aber auch ein bisschen was anrichten. Naja, wir haben hier eben auch viele böse Gegner. Ups. For King and Country. Sollen wir das Tor damit ausschalten? Können wir vielleicht auch einfach dahin laufen und den normal schlagen? Ja, das reicht auch. Dann machen wir das so. Der hat ja jetzt zwar keine Punkte bekommen, aber wir können jetzt da schon mal weiter marschieren und damit natürlich auch ein zusätzliches Ziel für die bieten, wo sie hinlaufen und was sie angreifen können. Let's see if I could help. So, der müsste jetzt idealerweise da wieder Krempel hinsetzen. Idealerweise würde ich da den Cooldown wieder zurücksetzen, das geht aber nicht. Gehen wir mal darüber. Das ist ein Hinterhalt, schön. Die kann leider... Die hätte zwar den Trank... Wir könnten dann da nochmal das machen, wa? Ob das jetzt viel bringt? Ne, es reicht immer noch nicht. Das war dann unsinnig. Wir könnten aber zumindest die slowen, dass die dann hoffentlich nicht da hinlaufen. So, was kann denn der Merlin machen? Der könnte das Tor angreifen, der könnte den angreifen. Das Tor muss eigentlich weg und der muss eigentlich weg. Wir hätten danach noch 1, 2, bei den. Moment, wenn wir den machen, hätten wir noch 1. Das ändert nichts, okay. Wir könnten auch den da draufhauen. Dann wären die alle geslowt. Ich probiere erstmal, wie weit wir damit kommen. Das reicht nicht, um den zu töten. Na, das Tor kriegen wir jetzt auch nicht weg. Ja, das wird für den sehr unangenehm, aber ich mache das jetzt mal so. Und der geht hier auf Seite. Da bleibt nicht mehr viel von dem übrig. Ich mache da jetzt auch noch die Blutung drauf. Eventuell stirbt er dann, wenn er eine Aktion macht. So. Den dahin. Dann verteilen. Ne, Moment. Wir können den aber, glaube ich. Ich glaube, der ist nicht ganz so. So klug, jawohl. Dann übernehmen wir den. Und dann setzen wir da einen hin. Ne, machen wir noch nicht. Wir gehen erstmal 2 Schritt nach vorne. 3 Schritt nach vorne. Da einen hin. Und da einen hin, um denen möglichst viel zu tun zu geben, damit die nicht da drauf laufen. Okay. Hoffen wir aufs Beste und dass das Spiel nicht crasht. Okay, das hat funktioniert. Dann haben wir es jetzt, glaube ich, geschafft. Dann machen wir jetzt hier einen schönen Rumpel. Da können wir auch einfach noch eins weitergehen. Da wird abgeräumt.
Dann können wir den aber nicht mehr machen. Ist aber auch eigentlich egal. Da müssten wir noch einmal drauf. Moment. Dann schießen wir. Gehen wir erst mal mit dem hier rüber. Ach, der hat so wenig, weil der gefrostet ist. Okay. Na, der hat halt diesen Quatsch drauf. Okay, dann müssen wir hiermit einmal angreifen, um den Schild wegzumachen. For King and Country. So. I fight for honor. Da können wir auch nicht hinterhalten. Was haben wir denn hiermit noch? I suppose. Ja, gut. So. Your command. For the round table. Mhm. Und du auch noch. Geschafft. Ja, okay, das war aber wieder ein bisschen ein Krampf. Also zum einen wegen diesen Dingern, wo die drauflaufen, und zum anderen war das natürlich mit den Crashes jetzt auch wieder nicht so super angenehm. Davor in den Teilen gab es wieder keine Crashes. Aber dann ging es wieder los. So, kann natürlich sein, dass da jetzt noch ein Kampf ist. Uns fehlt noch eine Spalte. So, speichern. I should put this to good use. Aha. Ah, I see something here. A prize for the blood and sweat. Look. Ein Häufchen. I should put this to good use. Na, der Friedhof ist eher leer. Und hier ist auch kein Rift-Dingsbums. Also eins müsste hier noch irgendwo versteckt sein. Wo sollen das dann sein? Vielleicht bin ich da hinten nicht ganz durchgelaufen, aber dann wären die Gegner ja auch dahin gelaufen. Also es macht eigentlich wenig Sinn. Gut, aber dann müssen wir hier nochmal alles genau durchschnüffeln, ob hier irgendwo noch eine Spalte ist. Kann auch sein, dass das irgendwo mehr in der Mitte an einem Gebäude ist und ich dann da einfach dran vorbeigelatscht bin. Wo bist du? Da haben wir auf jeden Fall geguckt. Da ist das Ding. Versteckt in einem Gebäude. Okay, den Dunkelsplitter nehmen wir doch mit. Und das wird jetzt aber einen ordentlichen Boost wieder geben. Jetzt gucken wir mal, ob Morgana Erfahrung bekommt. Oder ob die da feststeckt auf 24. Ah, okay. Das hat, da geht's wieder weiter. Aber ja, sie hat nur 315 Erfahrung bekommen. Also das dauert eine ganze Ecke, bis die steigt. Okay. Ja, also das Ding, das ist schon einiges, was wir da bekommen haben. Naja, die sind alle aufgestiegen. Haben wir neue Missionen? Nein, aber wir haben noch eine andere 22er Mission, die wir dann erstmal erledigen können. Okay. Dann Übungsplatz. Ja, da stecken wir jetzt wieder. Hier trainieren. Weiß nicht, wer war sonst noch? Hier. Mach du auch noch. Dann
gucken wir erstmal, das ist sicherlich das Interessanteste hier. Wir hatten zuletzt dieses plus 1 Waffenschaden pro Feldentfernung zum Ziel. Und jetzt können wir auch noch Scharfschützen erhalten für den ersten Kill in jedem Zug plus 2 AP bis zum Ende des Gefechts. Ich weiß nicht, was das genau bedeuten soll. Bis zum Ende des Gefechts. Aber es klingt sehr gut. Das hier könnte vor allem Ding Morgana super weiterhelfen. Aber ist natürlich grundsätzlich für alle drei Fernkämpfer gut. Und mit 18 würden wir dann beim nächsten Mal sowieso das andere auch noch bekommen. Wir nehmen erstmal das hier. Und nehmen dann beim nächsten Mal das hier noch mit. Und das hier ist sicherlich... Ne, Feuerfertigkeiten. Ja, das ist sicherlich auch nicht verkehrt, aber das hier ist schon noch ordentlich stark. Ja, müssen wir mal gucken. Dann werden wir uns mal unsere Beute ansehen. Da haben wir bekommen einen Bogen. Das wird wahrscheinlich nicht besser sein. Nein. Dann haben wir bekommen eine ganze Menge Rüstung. Okay, da ist zwar mehr Leben drauf, aber keine Rüstung. 8 Schaden für einen Zug nach Einsatz in der Bewegungsfähigkeit. Ja, das ist schon gut. Zu Beginn eines Gefechts werden 8 LP wiederhergestellt. Ja. 3 Bewegungs-AP für den ersten Zug in des Gefechts. Ne. 18 physische Schwächungsresistenz. Also das Ding ist schon gut. Vor allen Dingen diese 8 Schaden nach einem Zug nach Einsatz einer Bewegungsfähigkeit. Das machen wir ja ständig, dass wir uns mit dem hin und her bewegen. Das könnte schon sinnvoll sein. Ja. Wobei diese 4 Rüstung ist unzerstörbar. Also das ist gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das besser ist, als das, was er anhat. Allerdings haben wir ja auch noch sie. Die hat ja auch noch da eine Rüstung. Teleportiert sich nach allein das Nahkampf. Okay, das ist natürlich für sie maßgeschneidert. Das ist zu gut. Allein das ist hier auch... ne? Also wenn, ist das hier eine... Für den Schützen... Ja, kann man machen. Bin mir noch nicht so sicher. Schauen wir uns, was war denn das hier überhaupt? Erster Gelegenheitsangriff. Das war nicht besonders gut. Ja, also eigentlich können wir das hier auch vernichten. Gucken wir mal die anderen Sachen noch an. Wir haben hier Brand. Ja, das ist nicht so toll. Dann haben wir eine Rüstung. Das, was wir da anhaben, ist noch Stufe 10. Ja, aber es sind halt einfach mal... Ein Bewegungs-AP immer. Letzte 7 Rüstung ist unzerstörbar. Plus 3 Rüstung beim Verwenden von Tränken werden 8 Lebenskraft hergestellt. Uiuiui. 8 mentale Schwächungsresistenz. Ja, aber damit haben wir halt keine Bewegungs-AP und dies bei dem super wichtig. Deshalb würde ich das da immer noch nicht nehmen wollen, auch wenn das deutlich mehr Rüstung ist. Der muss halt flexibel sein, damit er seine Angriffe gut einsetzen kann. Das ist das A und O. Dann gehen wir wieder zurück auf den Schützen. Siegel der Hand des Schicksals. Okay, das ist auch wieder so ein Teleport-Dingen. Plus 1 Zugdauer für Tränke. Plus 5% Schaden, 5% Schaden bis zum Ende des Gefechts für jeden erlittenen Treffer. Okay, beim Verwenden von Tränken werden 9 LP wiederhergestellt. Okay, das ist natürlich, aber das ist, glaube ich, der hatte auch irgendwas mit Tränken, oder? Für jeden erlittenen Treffer, das ist natürlich genauso Quatsch. Teleportiert sich einmal leiden, dann ist ja... Aber der hatte doch schon das irgendwas, was mit den Tränken mehr bringt. Was war denn, was hatte denn bei dem das mit den Tränken mehr gebracht? Oder war das eine 4 Reichweite? Ach nee, das war das hier. Trankeffekte. Okay. Ja, das ist ja krass. Dann nehmen wir das. Ein Zugdauer für Tränke. Der kann dann 2 Runden lang alles rausrußen, was geht.
Ja, dann nehmen wir das. Jetzt ist das das alte, was er hatte. Und dann wäre bloß die Frage, ob der jetzt das nehmen will. Ja, Lethner Treffer ist eigentlich Quatsch. Das andere ist auch Unsinn. Ja, es macht für den keinen Sinn und für die auch nicht, weil da keine Bandstärke drauf ist. Also für den wäre jetzt nur das hier vielleicht sinnvoll. Mit dieser Bewegungsfähigkeit. Acht Schaden ist schon einiges. Naja, aber dieser eine AP, der ist halt auch nicht schlecht. Ersten Zug eines Gefechts. Ersten Gefechts nach dem Ausruhen. Die Bewegungs-AP, die bringen bei dem nicht so viel. Der hat halt schon eine Menge und kann sich auch durch irgendwas schneller bewegen. Das lasse ich mal so, das braucht man nicht. Die beiden anderen Rüstungen kann man jetzt vernichten. Also das kann geopfert werden. Nochmal sicher gehen, dass das die richtigen sind. Ja, das kann weg. Und das kann auch weg. Ach, die habe ich, glaube ich. Ja, die hatte ich auch vergessen. Wieder. Das ist halt blöd, weil die muss im Handel muss die hier sein. Und dann muss man die halt wieder wegsortieren. Okay, egal. Die anderen Sachen werden wir jetzt hier wieder verkaufen. Die hätte halt 10% mehr Schaden gemacht, wenn wir das anders angegangen hätten. So, den verkaufen wir. Und die brauchen wir auch alle nicht. So, da haben wir ja auch ordentlich was. Dann gehen wir hier wieder raus. Ab. Was blinkt? Das hier. Schaden gegen Vergifte ist zu wenig. Oder ich kann ja mal gucken, aber ich glaube, der hat auch... Ja, der hat die verlorenen Beschwörungen mit dem Abschlachtung. Das macht keinen Sinn. Schaden gegen Einheit mit Brand. Das brauchen wir auch nicht. Das ist übrigens nur Arkanist. Aber der hat auch was viel Besseres. Dann haben wir plus 6 Schaden in Unterzahl. Wirft 6 Schaden auf Nahkampfangreifer zurück. Das brauchen wir auch nicht. Bandstärke. Abklingzeit. Ja, ist dasselbe, nur schlechter. Brauchen wir auch nicht. Dann haben wir einen Hexenknochenring. Halt das Ziel 3 Züge lang in einem Knochenkäfig gefangen. Der Knochenkäfig hat die Hälfte der Lebenskraft seines Wirkers und kann zerstört werden. Im Knochenkäfig gefangene Einheiten sind betäubt. Ja. Und für angrenzende Verbündete, physische Schwächungsresistenz, Schaden gegen verlangsamte Einheiten, Fluch der Verlorenen. Ja, das ist... Das könnte sinnvoll sein für ganz spezielle Missionen. Aber insgesamt glaube ich nicht. Ich werde den mal nicht zerstören. Aber nehmen werde ich den gerade auch nicht. Dann haben wir aggressives Amulett der Präzision. Fernangriff von hinten aus der Deckung, bla bla bla. Kill mit der Nahkampffähigkeit. Das werden wir wohl nicht nehmen. Und das ist auch Quatsch. Okay, dann können wir das auch verticken. Händler. Flöp, 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 flöp. Und flöp, flöp. So. Okay. Dann müssen wir mal gucken, genau, ob wir hier noch neue Sachen kaufen können. Für die Schwerter, ja, die wären halt, wenn dann, nur für Mordred, falls wir den wieder einsetzen sollten. Blutung, 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 Blutung. Ah, zusätzlicher Schaden für verlorene Lebenskraft. Ja, danke. Meh, brauchen wir nicht. Und dann haben wir hier, das ist für Weiser. Ich glaube, die anderen Sachen braucht man sich eigentlich nicht großartig angucken. Guck mal das eine hier noch an, ohne Verwicklung zum Beginn des Zuges. Ne, das ist auch Unsinn. Dann haben wir hier was Interessanteres. Wenn Eingang anfangs versteckt, Vorhut, das ist Arkanist. Abklingzeit für Bannfähigkeiten plus 26% Bannstärke. Boah. Aber da ist auch Abklingzeit drauf. Das ist also eigentlich Unsinn. Schade. Okay, dann Schaden gegen eine Blutung.
Das brauchen wir auch eigentlich alles nicht. Bauhut. Schadeneinheit mit Frost. 2 LP, AP für den ersten Zug des Gefechts. Ich weiß nicht, ob das, wenn man das bei Merlin macht, dass man alles, wenn man am Anfang alles auf LP, auf AP setzt und dann den Trank trinkt, ob das damit dir auch nochmal hoch multipliziert. Keine Ahnung. Was haben wir denn? Ne, das war's auch schon, da sind wir ja durch. Was wir jetzt hier kaufen müssten, sind wieder Tränke. Wir können auch diese. Ne, Smaragde war nicht das höchste, ne? Ne, Smaragde ist das kleinste, das ist mal ziemlich unsinnig. Im Zauberturm können wir noch schauen. Ich glaube, das ist auch. Das sind neue Gegenstände, bin ich mir nicht ganz sicher. Egal, gucken wir jetzt einfach nochmal drüber. Schaden gegen unversehrte Einheiten. Wenn sie eine Einheit am Angriff erhält, unter 10%. Das ist Abschlachtung in dem Item drin. Und 4 Loyalität. Das hat er aber sowieso schon maximiert. Das bringt, glaube ich, für den nicht viel. Ja. Ja, da hat der Abschlachtung drin und das ist schon sehr, sehr gut. Deshalb macht das eher wenig Sinn. Reichweite für Fernkampffähigkeiten. Schaden gegen Einheiten, die mindestens 6 Felder entfernt sind. Schaden ohne Verwickelt. Das ist ja auch mal ordentlich gut. Ja, aber das ist halt auch das mit dem Abschlachtung. Das will ich beibehalten. Es sei denn, man würde das halt jedes Mal pro Mission wechseln. Ich glaube, da bin ich beim letzten Mal aber auch schon drüber gegangen. Verteidigungshaltung. Erstens des Gefechts, Rückenstiche. Nee, okay. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die vorher schon hatten. Aber da würde ich mir jetzt nichts holen wollen. Dann werden wir Tränke wieder verteilen. 1, 2. Dann, die können wir mal rüberschieben hier. Dann 1, 2. Das ist ein bisschen. Die macht normalerweise keinen Schaden, sondern die braucht mehr Punkte, um halt einfach. Das Wichtigste, was die kann, ist dieser Fluch, womit die Lebenspunkte zurücksetzt. Alles andere ist bei ihr eigentlich so, ja, ist schön, dass sie das hat, aber ist nicht so super wichtig. Ja, der bräuchte natürlich den gelben Trank. Naja, das ist natürlich schade, dass wir da nicht noch mehr haben. Aber gut. Ja, wir müssen wahrscheinlich gucken, dass wir da ein bisschen sparsamer mit den Tränken umgehen, damit wir eine kleine Reserve auch aufbauen können und denen dann die optimalen Tränke mitgeben können. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Also der hat mehr AP, das ist mehr AP und für den haben wir da schon nichts mehr. Schmiede war falsch. Ja, das ist... Da können wir jetzt hier nichts mehr machen. Damit können wir Reliquienstaub kaufen. Das ist natürlich auch nicht so übel. Wir könnten uns dann einfach mal das hier gönnen. Wir, nur für den Fall, dass da eine Mission kommen sollte, die brutal schwer ist und die sonst nicht machbar ist, dann könnten wir damit dann vielleicht immer noch dadurch. Ich kaufe das mal so als Notfall-Dingen. Und dann werde ich aber jetzt auch wieder... Ich glaube, die Gebäuderessourcen... Wir haben überhaupt nichts mehr, was wir bauen können, ne? Hier ist alles gebaut. Da unten ist sowieso Unsinn. Händler, der geht nicht, weil Moralgeschichte und so. Da auch nichts. Da geht nichts mehr. Die Gruft. Zauberturm. Da dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ja, das ist alles erledigt. Hm.
Also wir könnten hier ja auch noch diese Schadensminderung für alle Helden in der nächsten Schlacht. Also damit könnten wir uns auch nochmal buffen. Aber die Ressourcen, die bringen uns jetzt quasi gar nichts mehr. Und alles andere kostet eh Gold. Also wandeln wir das auch nochmal in Gold um. Und da haben wir jetzt eigentlich nichts durch verloren. Du kannst immer nur ein Gesetz auswählen. Ein Gesetz hält an, bis du es änderst. Aber wir haben doch schon zwei Gesetze aktiv. Eine Mission früher neue Waren. RP. Aha. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das, wie das hier war. Bis du es änderst. Also müssten wir das hier dann entfernen, wenn die mal auf Max ist, um das mit der Loyalität zu pushen. Wir werden, achso, Hoftitel war hier. Die werden wir jetzt wieder zuordnen für irgendwas hiervon. Rechtschaffene Ritter des alten Glaubens, genau. Und die bräuchte eben noch diese eine Loyalität. Wir könnten natürlich auch sagen, ja gut, der eine Punkt ist, die 10% Erfahrung ist sowieso egal. Das ist halt eine Mission schlussendlich. Ich weiß aber nicht, wie das genau jetzt funktioniert. Ob das eine Runde Cooldown hat oder so. Einen kleinen Moment. So, nochmal gespeichert. Wir machen, klicken mal drauf. Ja, okay, das wollen wir nicht. Ah, okay, der springt einfach die ganze Zeit hin und her. Wunderbar. Ja, dann machen wir plus 1 Loyalität für alle. Damit sollte die jetzt genau immer noch nicht. Okay, da braucht man noch einen Punkt für. Ist ja blöd. Okay, dann nutzt uns das jetzt erstmal gar nichts. Toller Sound. Ja, sehr schade. Ja, die könnte halt von einem Loyalitäts-Item irgendwie profitieren. Ja, das ist, das haben wir ja sowieso nicht mehr. Wir hatten noch, diesen Trank. Wie weit sind wir da jetzt näher gekommen? 200 Mal Blutung. Weiß ich jetzt nicht, wie viel wir da vorher hatten, wie viel wir jetzt hatten. Ich meine, ich setze das ja auch mehr oder weniger einfach nur drauf, um den Cooldown zurückzusetzen. Die Blutung, die bringt normalerweise nicht wahnsinnig viel. Mit ein bisschen Glück, ja. Aber eigentlich mache ich die, um den Cooldown zurückzusetzen, weil das am meisten, das ist der stärkste Zauber, der da ist. Ja. Deshalb wäre es eigentlich auch gut, wenn man dann nochmal den Cooldown zurücksetzen könnte, also weiter reduzieren könnte mit irgendwas. Das hier, ach nee, genau, da habe ich das Trinket ausgetauscht. Nicht den Cooldown, die AP-Kosten. Das, was wir angelegt haben, das hat weniger Bandstärke. Hat aber reduziert die Abklingzeit von allem. Das hat das andere Dinge nicht. Naja, das lassen wir so. Und dann sind wir hier auch jetzt eigentlich wieder gerüstet für die nächste Aktion. Da müssten wir jetzt irgendwann eintragen. Der ist Meister Schürfer. Naja, da muss eigentlich nur irgendwer drin sitzen. Meister des alten Glaubens, wer will. Aber. Ja, Glückwunsch zum neuen Job. Okay. Ach, wir könnten noch mal gucken. Vielleicht haben wir hier noch. Da ist noch mal die Bank. Die habe ich da ausgelagert. Und da auch. Na, den brauchen wir nicht. Okay, dann können wir zumindest einmal. Oder mehr als einmal so ein, also einen Heiltrank, ja, dann behält er den einen Heiltrank. Einen Heiltrank sollten wir haben für eventuelle Missions-Loyalitätsgeschichten. Oder die, ne,
brauche den Heiltrank selber auf jeden Fall nicht. Machen wir das so. Okay. Hätten wir das erledigt. Ja, da müsste man mal gucken noch, was davon sinnvoll ist. Ich glaube, da hatte ich beim letzten Mal auch schon geguckt. Eigentlich ist das wenigste davon überhaupt brauchbar. Verletzungsmarken, ja, kriegst du es nicht so schnell aufs Maul. Eine Verletzung dazu. Das könnte vielleicht in einer ein oder anderen Situation sinnvoll sein. So als Notdingen. Die kann halt am wenigsten schnell weg im Vergleich zu den anderen. Plus 50% mentale Schwächungsresistenz ist natürlich hart. 25% Schaden gegen Sealy und Unsealy. Das ist doch noch sehr gut, wenn das halt der Content der Erweiterung ist. Schade ist natürlich, dass die kaum Schaden gegen diese Gegnertypen macht. Also die macht ja fast sowieso keinen Schaden. Das ist ja hauptsächlich damit und das ist da eigentlich irrelevant. Aber ich würde sagen, das trinken wir. Das hat sich nicht nach Trinken angehört. Mentale Schwächungsresistenz. Das ist Quatsch. Und dann machen wir noch das mit den Verletzungsmarken. Und bei dem Rest müssen wir gucken. Das eine, was irgendwas mit Blutung gemacht hatte, das würde ich auf jeden Fall nehmen wollen. Das hier. 20% Schaden durch Blutung. Und ich glaube, der Rest hier war auch Quatsch. Ja, der Rest ist Mumpitz. Das könnte man vielleicht noch nehmen, wenn wir nochmal Formoria haben sollten. Man weiß es nicht. Aber das soll es für dieses Mal gewesen sein. Beim nächsten Mal dann diese andere 22er-Mission. Auch wieder gegen diesen Gegnertypen. Ausbreitung der Tyrannei. Naja. Die ist zwar jetzt ein bisschen angekratzt, aber passt schon. Und naja, also vom Schwierigkeitsgrad sind die 22er-Missionen schon ein bisschen leichter. Die Schwierigkeit kommt hier jetzt dazu, dass das Spiel crasht und dass wir halt die Gegner davon abhalten müssen, diese Rifts einzusammeln, was nicht besonders tolles Gameplay ist, wie ich finde. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet, aber weil man das halt nicht kalkulieren kann oder man muss halt damit arbeiten von wegen, ja gut, dann kriege ich halt nur 8 statt 10 oder sowas. Finde ich aber eher unzufriedenstellend und es kann halt dann sein, dass man 5 Runden später oder 5 Missionen später auf eine Mission stößt und dann denkt, ja, aber da fehlen mir jetzt die 2 besonderen Fähigkeiten, die ich aufgrund der fehlenden Punkte nicht habe freischalten können. Das ist dann natürlich auch ungünstig. Also, ich meine, wenn das absolut nicht anders geht, dann würde ich das natürlich schon machen, aber so werde ich, denke ich, mal weiterhin versuchen, alles einzusammeln. Das soll es für dieses Mal gewesen sein. Neue Folgen gibt es immer samstags und sonntags und Reste über die Woche verstreut. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.